Und Frau Schaffmann ist ein ganz renommierter Experte in dem Bereich von der Immunisierung von VW, die jetzt für 10 Jahre gearbeitet hat. Ich glaube, sie wird eine ganze Menge sagen. Wir haben mit der Referentin abgesprochen, dass sie sich selbst vorstellen. Deswegen übergebe ich jetzt das Mikrofon an dich. Das geht schon auf einen schönen Vortrag. Okay. Wir können gerade hören. Ja, ich grüße euch auch recht herzlich. Mein Name ist Wolf Krohn, ich bin praktischer Arzt. Ich habe 87 in München angefangen, Medizin zu studieren. Heimische Gefühle, mal wieder an der Universität sein zu dürfen. Das ist schön. Mich würde interessieren, wer ihr seid. Ich mache das immer gerne vor dem Seminar, damit ich auch weiß, zu wem ich spreche. Die Mamis sind klar, die hört man gleich raus, mit den Papis, die wir sorgen. Gibt es Ärzte auch, die da sind? Vier da hinten noch einer. Also ihr seid heute schon sehr zahlreich. Ich grüße euch recht herzlich. Ich bin sehr stolz und froh, auch dass mal Ärzte anwesend sind, weil die drücken sich nämlich gern um solche Vorträge herum. Ja, ich habe, wie gesagt, 87 angefangen, Medizin zu studieren in München. 87 ist aus dem Dreifachimpfstoff DPT, also Diphtherie, Tetanus, Pertussis, die Pertussis-Komponente herausgenommen worden wegen schwerster Nebenwirkung, Fieberkrämpfe, Krampfanfälle bis hin zu Epilepsie. Ein Freund von mir ist an der Typhus-Impfung für 6 Wochen erblindet. Und durch Zufall, das ist natürlich ein unglücklicher Zufall, ist kurz bevor ich angefangen habe zu studieren in der Nachbarschaft ein kleines Baby 3 Tage nach der Dreifach-Impfung verstorben am plötzlichen Kindstod. Und mit diesen 3 Informationen bin ich damals in die Pädiatrievorlesung gegangen und es war ein Wiener Professor geladen und dieser Wiener Professor erzählte uns, die Uhren in Wien ticken anscheinend ein bisschen anders, nicht alles Mögliche Tolle zu den Impfungen. Und er sagte, die Pertussis-Impfung sei Gott sei Dank eines der bestverträglichsten Impfstoffe, die wir haben. Und ich so in meinem Dahindämmern bin aufgesprungen und habe gesagt, so ein Quatsch, der ist doch gerade erst vom Markt gezogen worden. Woraufhin der Professor, der den Wiener Professor eingeladen hat, aufgesprungen ist und gesagt hat, für die Impfkritiker machen wir morgen eine extra Runde. Wir wollen die kostbare Zeit des Herrn Professors aus Wien nicht unnötig hier strapazieren, weil der hat sich ja extra den weiten Weg gemacht. Am nächsten Tag gab es tatsächlich eine extra Runde für die Impfkritiker und es waren 5 Leute anwesend und es waren ausgerechnet alle 5 von unserem Homöopathie-Arbeitskreis. Bei den ganzen anderen 425 Medizinstudenten hat es einen feuchten Kehricht interessiert. Und in der Universität lernen wir über Impfschäden, Impfnebenwirkungen wirklich nicht sehr viel bis gar nichts. Später, wenn wir dann in die Kliniken kommen, sehen wir nur die schweren Krankheiten. Wir sehen gerne darüber hinweg, dass etwas wie schwere Krankheiten nach Impfungen auftreten kann. Wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Meningitis entwickelt nach einer 6-fach Impfung, dann wird da gerne darüber hinweggesehen, es muss an der Muttermilch liegen oder an dem Flugzeug, was draußen vorbeigeflogen ist, nicht oder an der Biokost, die wir gestern Nachmittag unserem Kind verfüttert haben. Aber an den Impfungen liegt es nie. Die Impfungen, so lernen wir im Studium, jedes Mal, wenn ihr irgendeine Seite von den obersten Gesundheitsbehörden aufruft, das ist wie ein Mantra, das sich runterliest, Impfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen. Den Beweis dafür sehen Sie beispielsweise in der fast vollständigen Ausrottung von Seuchen wie Pocken oder Kinderlähmung. Moderne Impfstoffe sind gut verträglich und unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen werden nur in seltenen Fällen beobachtet. Es liest sich mittlerweile wie ein Mantra für mich. Ich habe manchmal auch so einen Sington wie die Mönche. Also es ist wirklich mittlerweile wie ein Mantra, was wir in der Medizin vorgebetet bekommen. Es ist egal, welche Seite ihr der Bundesgesundheitsbehörden aufruft, immer ähnlich in diesem Tenor. Ich habe hier 3 Punkte herausmarkiert in Rot, die wollen wir uns ein bisschen anschauen im Laufe des Vortrages und hinterfragen. Ich meine, ob die Impfungen fast vollständige Seuchen ausgerottet hat, die Pocken- und Kinderlähmung, das gibt es auf vielen impfkritischen Vorträgen. Ich möchte da jetzt heute nicht so sehr drauf eingehen, aber es gibt eben viele Seuchen, die auch ohne Impfprogramme von dieser Welt verschwunden sind, wo man sich auch mal fragen sollte, wie konnte denn das passieren, dass wir kein Scharlach
mehr haben oder kaum noch Scharlach in dieser Bösartigkeit haben, wie die Syphilis verschwinden konnte als todbringende Seuche, wie die Cholera vergehen konnte ohne Cholera-Impfung und so weiter und so fort. Also dieses Impfmantra werden wir ein bisschen analysieren. Die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission wird immer umfassender. Es ist ja mittlerweile auch aufgenommen worden, die Rotavirus-Impfung jetzt in allen Bundesländern. Die STIKO ist eine Subfraktion des Robert-Koch-Institutes. Das sind alles Professoren, die Gelder von Pharmafirmen beziehen. Könnt ihr euch gerne auch anschauen auf der Seite vom Robert-Koch-Institut. Wenn ihr da die STIKO-Mitglieder anklickt, die müssen alle einen... hört ihr mich noch? Die müssen alle ein Selbsterklärungsformular oder Bogen dort ausfüllen. Und da kann man eben sehen, dass die allesamt mit der Pharmaindustrie verbandelt sind und Gelder bekommen. Nicht zuletzt Professor Schmidt, der abgedankt hat jetzt, der war ja viele lange Jahre Präsident der Ständigen Impfkommission und ist eben aufgrund seiner Interessenkonflikte, hat er seinen Job niedergelegt bei der Ständigen Impfkommission und arbeitet jetzt bei Novartis in der Chefabteilung für Impfberatung und Impfwesen. Dieser Mann hat Empfehlungen für unsere Kinder ausgesprochen. Diese Programme hier, dieses Programm, was die STIKO empfiehlt, ist bis hierhin Sechsfachimpfung. Gang und Gäbe, Infanrix Hexa, wie heißt der neue Sechsfachimpfstoff? Hexion. Hexion, also Hexavac ist wieder da, unter einem anderen Namen. Die Pneumokokken und Meningokokken sind relativ modern, auch die HPV-Impfung, die Gebärmutterhalskrebsimpfung, die jetzt auch mittlerweile für Jungen empfohlen wird, weil wir ja auch an der Gebärmutter krank werden können. Bis hin zur Schweinegrippe, Vogelgrippe, Ziegengrippe, Krokodilgrippe, was nicht noch alles kommen mag. Seien wir gespannt. Bei Einhalten des Planes der Ständigen Impfkommission bekommen in Deutschland Kinder bis zum 24. Lebensmonat derzeit 37 Dosen von 14 verschiedenen Impfstoffen und manchmal sogar 8 bis 10 Impfstoffe bei einem einzigen Arztbesuch. Kann das gesund sein? In den USA ist es noch ein bisschen verschärfter. Das Center for Disease Control empfiehlt für amerikanische Kinder 48 Dosen von 14 Impfstoffen innerhalb der ersten 6 Lebensjahre, 69 Dosen von 16 Impfstoffen bis zum 18. Lebensjahr und es empfiehlt für jedes amerikanische Kind ab dem 6. Lebensmonat bis zum Lebensende quasi die Grippeimpfung. Jährlich. Kann das gesund sein? Und es werden immer mehr. Wir können davon ausgehen, dass wir immer mehr Impfstoffe bekommen. Man entwickelt Impfstoffe gegen Krebs, gegen Bluthochdruck, gegen Multiple Sklerose, gegen Diabetes, gegen Allergien, Neurodermitis, Asthma, Akne, Fußpilz, Immunerkrankungen, Leukämie und alle Infektionskrankheiten, die es gibt. Wir arbeiten an allem. AIDS, pfeifisches Drüsenfieber, Borreliose und so weiter und so fort. Sogar für die Nebenwirkungen der Impfungen entwickeln wir Impfungen. Wir sollten Fragen anfangen. Ich bin ein sehr kritischer Mensch. Ich habe auch schon kritisch angefangen zu studieren und hinterfragt, weil manchmal braucht es 3 Schlüsselerlebnisse, damit man anders durchs Studium geht als die meisten meiner Kollegen. Für mich waren es diese 3 traurigen Schlüsselerlebnisse von diesem Kindlein, was gestorben ist und der Freund, der erblindet ist. Und und diese Universitätserlebnisse, die ich damals hatte. Was sind die 3 wichtigsten Fragen, die wir haben? Sind die Impfstoffe, die wir unseren Kindern verabreichen, sicher, notwendig und wirksam? Das sind die Säulen der Impfkritik, die Hans Tolzin, der Erschaffer des Impfreports, und der, wie heißt die Seite von ihm? Impfkritik.de, sehr empfehlenswerte Seite, eben ins Leben gerufen hat oder beziehungsweise geschrieben hat, wie wir am besten Impfungen analysieren, brauche ich diese Impfung? Braucht mein Kind die Hepatitis B-Impfung im Alter von 6 Monaten oder 3 Monaten? Braucht es das? Brauchen wir die FSME-Impfung? Brauchen wir die Rotavirus-Impfung? Müssen wir unsere Kinder jetzt alle gegen Masern impfen, wo in Deutschland 900 Fälle aufgetreten sind? Braucht es? Und wenn ja, wie sicher sind diese Impfungen? Welches Risiko setze ich meinem Kind aus? Zudem, dass noch die Frage eben dazu kommt, wie wirksam sind die eigentlich? Die Zahlen, die es dazu gibt, die sind gerne etwas hoch verschönt von den Pharmaindustrien. Nicht etwas, sondern sehr.
Und am Ende gehören Impfungen doch zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen. Was allerdings die andere Seite ist, das ist, warum gibt es überhaupt Impfkritiker? Kein Mensch kritisiert das ABS-System am Auto oder das Airbag, nicht ein Sicherheitsgurt. Mittlerweile hat sich das alles so etabliert als eine sinnvolle Sache. Und genauso stehen Impfungen auch da. Wir stehen da auf einem Feld, nicht so wie früher, die Erde ist eine Kugel. Und wenn man das behauptet hat, wurde man verbrannt. Man wurde als Ketzer auf den Scheiterhaufen gestellt, als Spinner abgetan. Und heute glaubt kein Mensch mehr, dass die Erde eine Scheibe ist. Es ist einfach ein Glaubenssatz, der sich in unsere Köpfe reingebrannt hat, dass selbst unsere Computer mittlerweile Viren haben. Jeden Film, den wir erfinden, der handelt von irgendeinem Killer-Virus, der die Menschheit mutiert oder ausrottet. Und das einzige Rettende ist die Spritze. Die Impfung. Aber warum gibt es Impfkritiker? Und zwar schon von Anfang an, seit es Impfungen gibt. Eines der wichtigsten frühen Werke ist von Hugo Wegener das Buch 1912 erschienen, über 36.000 amtliche Impfschäden im Deutschen Reich und davon 6.000 Todesfälle. Warum gibt es impfkritische Bücher, wie Buchwald sein Buch nannte, Impfen, das Geschäft mit der Angst, Impfen nützt nichts, Impfen schützt nichts, Impfen schadet. Diese drei Zeilen dort werde ich in meinem Vortrag etwas näher analysieren. Impfen, ein unglaublicher Irrtum. Oder Impfen, der Großangriff auf Seele und Gehirn. Oder Impfung, der Jahrtausendirrtum. Oder die Tetanuslüge, die Seuchenerfinder, der Viruswahn. Impfen, das Geschäft mit der Angst. Bis hin zu etwas radikaleren Titeln, Impfen, der Völkermord des dritten Jahrtausends. Als dieses Buch rauskam, habe ich mir gedacht, ich glaube, das ist nicht so vorteilhaft für die Impfkritik, wenn wir die Impfenden als Völkermörder bezeichnen. Als ich dann aber diese Schlagzeilen damals studierte, dann war mir klar, ja, er hat eigentlich recht. Eigentlich ist es so. Man hat nämlich auf den Philippinen und in Uganda, Mexiko und Nicaragua Frauen mit Beta-HCG-versetzten Tetanus-Impfungen geimpft, um eine Geburtenkontrolle zu bewirken. Das Beta-HCG ist das Schwangerschaftshormon und wenn wir mit dem Schwangerschaftshormon quasi in Kontakt kommen, kann sein, dass wir eben Antikörper gegen dieses Fremdprotein bilden und hernach eine Schwangerschaft nicht mehr austragen können. Dadurch erlitten viele Frauen Fehlgeburten und Unfruchtbarkeit. Das Ganze ist über die Bill Gates Stiftung finanziert worden. Es sah nur Frauen im gebärfähigen Alter vor. Der Impfstoff wurde von der WHO zur Verfügung gestellt. Wer ist die WHO? Was heißt WHO? Weltgesundheitsorganisation auf Englisch. Und wer ist es? Ist es so ein Verein wie das Deutsche Rote Kreuz? Sollten wir eigentlich meinen, Rot für die Welt, nicht? Als ich immer WHO gelesen habe, habe ich immer gedacht, ja, das ist ein toller Verein. Aber die WHO ist nichts anderes als ein Dachverband von allen impfstoffherstellenden Pharma-Gigant. Nichts anderes. Das ist quasi der verlängerte Arm der Pharmaindustrie. Auch das Deutsche Grüne Kreuz, was die Arbeitsgemeinschaft Masern und Varizellen, also Impfpocken, und auch die Arbeitsgemeinschaft Influenza ins Leben gerufen hat, das Deutsche Grüne Kreuz ist auch nichts anderes als der verlängerte Arm der Pharmaindustrie. Das ist definitiv Völkermord des dritten Jahrtausends, denn wir versuchen durch Impfprogramme die Geburtenkontrolle herunterzusenken. Daraufhin haben viele Jahre diese Länder dort oben viele Impfstoffe abgelehnt, die eben auch viele Leute für wichtig erachtet haben, zum Beispiel die Polio-Impfung. Wer es nachlesen möchte, steht geschrieben dort auf dieser Seite. Der kann, wer es nachher wissen möchte, gerne bei mir noch anschreiben. Was hat es mit den Impfstoffen auf sich? Was ist das eigentlich für ein Cocktail? Wir haben viele Jahre in den Impfstoffen Thiomersal drin gehabt, eine Quecksilberverbindung, die hochgradig giftig ist. Viele, viele lange Jahre wurde das in jedem Impfstoff verwendet und ist auch heute immer noch in vielen Impfstoffen drin. Man ist allerdings bemüht, dieses Gift, dieses quecksilberhaltige Gift aus den Impfstoffen herauszuholen.
lassen. Man setzt dem jetzt heute andere Stoffe zu, wie zum Beispiel, Ethanol? Phenoxyethanol. Hat aber genauso eine hohe Giftigkeit, nur ist es noch moderner und wir wissen noch nicht so viel darüber. Thiomersal hat dieser Professor dort analysiert in einer Meta-Analyse 2011. Er hat fast alle bestehenden Impfstudien analysiert und hat festgestellt, dass Thiomersal in mehr als 90% der weltweit eingesetzten Impfstoffe noch enthalten ist. Es führt zu Zellschäden im menschlichen und tierischen Geweben, zum Absterben von Nervenzellen im Gehirn und zu Entwicklungsverzögerung, Verhaltensstörung, Autismus und Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und das ist tausendfach belegt. Das kann man nachlesen, in jeder Bibliothek kann man Literatur darüber finden. Die Leute, die es aber nicht lesen wollen und nicht wissen wollen, die sagen, so ein Quatsch, das ist in so einer geringen Dosis drin. Ja, tun sich leicht, es einfach abzuwinken, aber es ist bekannt. Es wurde in einer Meta-Analyse aller Impfstoff, also aller Impfstudien, wurde das eindeutig von einem medizinischen Professor belegt. Auch Aluminium, das heute noch in jedem Impfstoff quasi oder in fast jedem Impfstoff als Wirkverstärker drin ist, hat eine ganz ähnlich fatale Wirkung auf unseren Organismus. Es ruft zum Beispiel Parkinson oder die ALS, die amyotrophe Lateralsklerose hervor, sowie andere nervenzerstörende Erkrankungen. Auch das Golfkriegssyndrom wird Aluminium unter anderem beigemessen, wie auch Squalen. Squalen gab es früher im Anthrax-Impfstoff, das ist der Milzbranderreger-Impfstoff, den die Golfkriegsleute damals bekommen haben, als sie in den Golfkrieg geflogen sind. Und viele Leute haben das Golfkriegssyndrom entwickelt. Muskelschmerzen, Schwäche, Gliederschmerzen und Fieber, Abgeschlagenheit. Und man dachte, das sei eigentlich eine psychische Erkrankung für die Leute, die im Krieg waren. Aber es sind auch die Schreibtischtäter gleichsam, die zu Hause geblieben sind, an diesem Golfkriegssyndrom erkrankt. Und dann konnte das nicht quasi diese Ursache haben. Und man hat geforscht und gefunden, dass viele Leute, die am Golfkriegssyndrom erkrankt waren, Squalen-Antikörper in ihrem Blut nachweisbar haben. Und das Golfkriegssyndrom ist heute anerkannt als eine Impfschadenskrankheit. Dieses Squalen sollten wir eigentlich meinen, würde nie wieder in einem Impfstoff auftauchen, nachdem diese Sache anerkannt worden ist. Aber der Schweinegrippe-Impfstoff, den wir 2009 durch unsere liebe Regierung zur Verfügung gestellt bekommen haben, auf unsere Steuerkosten, den niemand wollte, 80 Millionen Impfstoffe wurden bereitgestellt und der Rest wurde letztlich 8% haben sich durchimpfen lassen, 7-8%, und der Rest wurde wiederum auf Steuergelderkosten teuer entsorgt. Wir haben eine Menge Kohle für diese Impfstoffe bezahlt, die niemand wollte, und wer hat als Einzige davon profitiert? Die Pharmaindustrie. Es hat uns insgesamt mehr als über 1,5 Milliarden Euro gekostet, dieser ganze Spaß. Professor Exley hat auch analysiert, dass Autoimmunerkrankungen auftreten. Dazu zählen zum Beispiel Diabetes, die Hashimoto-Schilddrüsenerkrankung und so weiter, chronische Müdigkeitssyndrom, Muskeln- und Gehirnentzündungen und weiter eben ADHS, Alzheimer, Autismus. Aluminium verstärkt im Gehirn die Giftigkeit des Vorbotenstoffes Glutamat, der in fast allen Nerven- und Hirnerkrankungen verantwortlich gemacht wird, der für fast alle Nerven- und Gehirnerkrankungen verantwortlich gemacht wird. Aluminium aus Impfungen erhöht zudem die Belastung der schädlichen freien Radikale, die eben wie Quecksilberionen und so weiter, sowie Entzündungen werden befördert. Also Aluminium, Muskelschmerzerkrankungen durch Aluminium in Impfstoffen. Es ist viel bekannt, alles medizinisches Wissen, über das wir geflissentlich einfach hinwegschauen, wenn wir in unserem Film laufen. Impfungen sind das Beste, was die Medizin zur Verfügung hat. Kleines Bild dann zum Aufwachen. Also wir sehen gerne darüber hinweg, wenn einer an einem Impfschaden erkrankt. Impfungen schützen nicht. Auch das gibt es sehr, sehr häufig belegt. In Tennessee zum Beispiel gab es Mumps-Epidemien, trotz sehr, sehr hoher Impfquoten. 75% der Erkrankten waren ausreichend geimpft. Ihr wisst ja, dass in den USA gilt, no vaccination, no school. Ja? Das heißt, die haben sehr, sehr hohe Impfraten. Und wenn unter einer völlig durchgeimpften Schülerpopulation 75% der Erkrankten am Ende geimpft waren, dann fragt man sich, was da los ist.
94, 95, 99 Tausende erkrankten an Mumps bei flächendeckenden Impfgraden von über 95%. Von den Erkrankten waren 78% geimpft. Auch in Holland 96 sind viele Tausend von Keuchhusten befallen worden. Trotz 96%iger Impfraten von den Erkrankten waren 89% der Kinder geimpft. Wir haben ein ganz ähnliches Problem gerade in Australien. Die impfen ja dort seit über 50 Jahren jetzt gegen Keuchhusten und haben auch eben so etwas Ähnliches wie eine Impfpflicht. Da kann man davon ausgehen, dass über 98% der Leute dort gegen Keuchhusten geimpft sind. Wir haben häufiger Keuchhusten als in der Nachkriegszeit. 98 USA, Tetanus-Erkrankung, 60% waren geimpft. Ich kenne, weil wir haben leider das Problem, dass in Deutschland der Tetanus eine nicht meldepflichtige Krankheit ist. Wir wissen gar nicht, wie häufig wir Tetanus haben in Deutschland. Wichtig ist aber zu wissen, dass der letzte Fall, der mir bekannt geworden ist, ein 14-jähriger Junge, der war ausreichend geimpft und das letzte Mal zuvor vor einem halben Jahr aufgefrischt worden. Und dieser Junge hat den Tetanus entwickelt. Und daraufhin hat das Robert-Koch-Institut, kann man nachlesen im epidemiologischen Bulletin, konnte man nachlesen, dass das Robert-Koch-Institut erstmals den Begriff gefördert hat oder zutage gebracht hat, dass der wohl nicht protektive Antikörper entwickelt hat. Nicht protektiv heißt nicht schützend. Und wenn ihr jetzt mit euren Kinderlein zum Arzt rennt und die Kinder impfen lasst, dann setzt ihr ja stillschweigend voraus, dass das Kind protektive Antikörper entwickelt. Wenn Sie Ihren Arzt fragen, kriegt mein Kind jetzt aufgrund dieser Impfung protektive oder nicht protektive Antikörper, dann wird er erstmal schlucken und denken, hä, was stellt die denn für Fragen? Ja? Aber es gibt tatsächlich von oberster Seite die Zustimmung, es gibt nicht protektive Antikörper. Und ich bin sowieso der Meinung, dass diese Antikörper, die die Impfstoffe vermitteln, nicht schützen. Wie wir sehen anhand dieser vielen Epidemien. Im Übrigen, wer ist von euch das letzte Mal vor 10 Jahren oder länger her gegen Tetanus geimpft worden? Oder länger? Also wer ist länger als 10 Jahre nicht mehr gegen Tetanus geimpft? Ja. Eben, das ist mehr als die Hälfte. Und es ist erstaunlich, dass ihr alle noch lebt. Also Schulmediziner sagen, ungefähr 10 Jahre sei der Schutz. Wenn ich noch weiter zurückgreife, wer ist die letzten 15 Jahre nicht mehr gegen Tetanus geimpft worden? Ist immer noch mehr als die Hälfte. Und länger als 20 Jahre? Sehen Sie, und Sie leben noch alle. Man schätzt in Deutschland, 40 Millionen Menschen haben keinen ausreichenden Tetanus-Impfschutz. Und wir haben Tetanus seltener, als dass einem der Blitz durch die Birne fällt. Selten, ja. Liegt es jetzt an den früheren Impfungen, die wir hatten? Weil wir haben ja vielleicht doch am besten komplett Tetanus umgeimpft. Eben, also wir haben alle irgendwo eine Impfung vielleicht mal bekommen. Ja, möglicherweise hält die ja doch ein Leben lang vor, was die Schulmediziner aber negieren. Wir treiben uns ja zum Impfen alle 5 oder 10 Jahre, weil die angeblich nicht so viel wirkt. Ja? Also, wenn die Hälfte der deutschen Bevölkerung ungeimpft ist, warum haben wir so selten Tetanus? Können da vielleicht noch andere Faktoren eine Rolle spielen? Lest bitte das Buch Die Tetanus-Lüge von Hans Teutzing. Ja, weil Tetanus ist die Erkrankung, wo die meisten Eltern schwach werden und Angst haben. Aber wenigstens Tetanus und Polio, Herr Doktor. Vor Polio brauchen wir in Europa überhaupt keine Angst zu haben. Auch in ganz Nord- und Mittelamerika brauchen wir keine Angst zu haben. Warum nicht? Warum ist die Polio zurückgegangen? Auch Indien erstmals 2011 poliofrei. Warum? Die Polioerkrankung ist einzig und allein korrelierbar mit den Verkaufszahlen für DDT. Ein Paraquat, ein Insektizid, was man viele Jahre eingesetzt hat, um Parasiten quasi vorzubeugen. In den 60er Jahren wurden die Soldaten mit Paraquat abgepulvert gegen Läuse und Flöhe. Dass da viele Poliofälle aufgetreten sind durch die Vergiftung, die greifen nämlich diese Vorderhornzellen im Rückenmark an. Und die letzte große Polio-Epidemie in Tadschikistan können wir zurückverfolgen. Das ist ein Land, das ausschließlich von der Baumwollindustrie oder mitunter von der Baumwollindustrie lebt. Und die haben dort, um ihre Baumwolle vor Parasiten zu schützen, abgesprüht mit DDT, bis es verboten wurde.
Was haben die mit dem Rest gemacht, den sie noch hatten? Sie haben Giftmülldeponien eingerichtet entlang eines Flusses. Tadschikistan hat drei Flüsse. Und der mittlere, da sind genau diese Baumwollfelder und da sind genau diese Giftmülldeponien. Und als es dann zu Hochwasser und Mordsregenfälle kam, ist dieses Giftzeug in das Grundwasser und in die Flüsse gelangt und entlang dieses Flusses sind Poliofälle aufgetreten. Aber sonst nirgends im Land. Das ist komisch. Auch FSME, wir impfen immer häufiger gegen FSME und wenn wir die Zahlen anschauen, FSME wird immer häufiger. Ist es tatsächlich so? Was ist eine FSME? Eine Frühsommer-Meningoenzephalitis. Die Symptome gleichen auch einer Spätsommer-Meningoenzephalitis. Komischerweise treten auch FSME-Fälle im Winter auf. 2006 Pertussis-Zunahme auch unter Geimpften, Auffrischung nun alle drei Jahre von der Ständigen Impfkommission empfohlen, auch das spannend. Wenn Sie eine impfwütige Mutter sind oder eine impfgläubige Mutter sind und Sie sagen, ja, ich habe Angst vor Keuchhusten, ich gehe jetzt zum Kinderarzt, weil die letzte Keuchhustenimpfung ist jetzt drei Jahre her, alle anderen habe ich super durchlaufen. Herr Doktor, können Sie mein Kind gegen Keuchhusten impfen? Dann wird er sagen, es gibt keine isolierte Keuchhustenimpfung. Wir haben 46 Kombinationspräparate mit Keuchhusten, aber keine einzige monovalente Keuchhustenimpfung. Ihr müsst doch aufpassen, wenn ihr mit eurem Kind in die Klinik geht, wegen einer Risswunde, Platzwunde, und die wollen gegen Tetanus impfen. Die impfen meistens gleichzeitig gegen Diphtherie und Polio mit, weil das rechnet sich viel besser ab. Und wenn man fragt, warum machen Sie das, Herr Doktor? Ja, ist Standard. Die Meningitis-Häufigkeit ist tatsächlich um das 40-fache seit Einführung der HIB-Impfung gestiegen, obwohl die HIB-Meningitis angeblich runtergegangen ist. Ähnlich wie in Amerika, die Masern seien dort ausgerottet. Aber was hat zugenommen stattdessen? Die Masern-like Diseases. Und zwar in dem Maße, wie die Masern zurückgegangen sind. In Amerika kennt keiner mehr Masern. Die kennen nur noch Masern-like Diseases. Die Mumps-Epidemie in Kanada 2007. 2008 Masern-Epidemie in Salzburg. Mehr als 60% der Erkrankten waren geimpft. Und ganz ähnlich sehen wir das jetzt hier bei der Masern-Epidemie, die sich hier in Deutschland gestaltet, auch. Ich habe jetzt im Zuge eines Vortrages über die Masernimpfung Recherchen eingeholt beim Robert-Koch-Institut, bei unserem Landesgesundheitsamt, beim Bundesgesundheitsministerium und so weiter. Und es heißt sofort, 97% waren ungeimpft, die erkrankt sind. Ich meine, das ist ja logisch, wenn man ungeimpft ist, dann erhofft man sich ja vielleicht sogar, dass die Kinder die Masern durchmachen, weil man vielleicht weiß, dass wenn man das Masern einmal durchgemacht hat, einen Schutz vor vielen Krankheiten bis hin zum Krebs hat. Deswegen wollen viele Leute Masern haben. Auch die Röteln oder die Windpocken sind Krankheiten, die eine Immunboosterung produzieren. Also dass ein ungeimpfter Masern entwickeln kann, ist ja nichts Unerwünschtes und nichts Unbekanntes. Dass aber geimpfte Masern entwickeln können, das ist unerwünscht. Das sehen wir nicht gerne. Deswegen wird da gerne an den Zahlen herummanipuliert. Wenn also 97% angeblich ungeimpft waren und 3% geimpft waren, dann schaut es komisch aus und sagt, ja, von diesen 3% war das eine vielleicht nur einmal geimpft, nicht und so weiter und so fort. Aber es stand ein kleiner Beisatz dabei, bei 36% war der Impfpass nicht vorliegen. Wir wissen also nicht wirklich, ob es geimpft war oder nicht. Das hat mich stutzig gemacht. Ich habe mich blöd gestellt, ich habe nachgefragt beim Paul-Ehrlich-Institut, beim Robert-Koch-Institut und so weiter. Und das hieß dann, ja, bei denen ist einfach nicht bekannt, ob die geimpft waren. Und dann war mir immer noch nicht klar, sind die jetzt in den 3% inkludiert oder sind die in den 97% inkludiert. Und habe wieder nachgefragt. Das ist ein Schriftverkehr, 6-mal hin und her, bis ich es schriftlich hatte, 97% Ungeimpfte plus wo nicht eruierbar war, ob jetzt geimpft waren oder nicht. Wir rechnen also gleich, wo es nicht eruierbar ist, als ungeimpft, anstatt dass man es zum Beispiel unter die Geimpften zählt. Weil es darf keine geimpften Erkrankungen geben. 2009, Nordrhein-Westfalen, auch da eine Masernerkrankungswelle, eine Masernepidemie, 1800 Erkrankungsfälle, trotz hoher Impfraten bei über 92%.
Auch Mumps-Epidemie in Holland, Polio-Epidemie in Tadschikistan, habe ich schon ein Wort dazu gesagt. Impfungen schützen nicht. Wie viele Masernfälle ich gesehen habe, trotz Masernimpfung, wie viele Keuchhustenfälle ich fast jährlich diagnostiziere, trotz mehrfacher Keuchhustenimpfung. Die Ärzte schauen nicht mehr danach. Wenn das Kind länger als 3, 4, 5 Wochen hustet, mach bitte einen Keuchhustenabstrich, auch wenn es geimpft ist. Und wenn es einen Keuchhusten hat, trotz Impfung, meldet es bitte. Das Problem ist, dass das keiner meldet. Wir waren ja seit 2001 sind wir Ärzte eigentlich verpflichtet gewesen, jeden Verdacht eines Impfschadens ans Paul-Ehrlich-Institut und an die Gesundheitsbehörde zu melden. Leider haben nur 3% bis 5% der Ärzte diese Impfpflicht oder dieser Meldepflicht sind gefolgt. Die anderen haben nicht gemeldet. Und so sind die Datenbanken leer. Könnt ihr mittlerweile alle einsehen und auch selber melden. Man kann jetzt als Nichtmediziner auch einen Impfschadensverdachtsfall melden. Macht's das bitte. Impfen schadet definitiv. Das ist eigentlich mein Hauptthema heute. Wir werden das analysieren anhand von vielen, vielen Studien. Verzeiht bitte, wenn wir viel lesen müssen, wenn ich viele Zahlen zitiere, aber anders können wir gegen die Schulmediziner nicht argumentieren. Wenn ich nur aus dem hohlen Bauch heraus rede, dann werde ich ganz schnell weg vom Fenster sein. Im epidemiologischen Bulletin stand 2001 6 Todesfälle nach einer Gelbfieberimpfung. Peter Abbey hat 2001 eine große Untersuchung gemacht, ich glaube über 15.000 Leute waren es, das kommt später noch, dass die Kindersterblichkeit nach Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Polioimpfung doppelt so hoch ist wie bei Nichtgeimpften. 2003 wird Ticovac vom Markt genommen. Das ist ein FSME-Impfstoff gewesen gegen Fieber- und Lähmungserscheinungen. Es hat damals große Not war unter den Ärzten. Es hat also einen großen Aufschrei gegeben in der Medizinerwelt. Was machen wir jetzt ohne FSME-Impfstoff? Und dann sagte das Robert-Koch-Institut ganz öffentlich, FSME ist für Kinder und Jugendliche zum Glück völlig harmlos. Völlig harmlos. 2 Jahre später kommt Encepur auf den Markt und seitdem der auf dem Markt ist, sind die Zecken wieder 4x5 Meter groß an den Plakaten. Eine Panik wird gemacht, das ist unglaublich. Es gibt allein in Deutschland, oder es gibt mittlerweile bestimmt mehr, ich habe diese Zahl ist schon alt, 5 anerkannte MS-Fälle unter der FSME-Impfung. 2007 in Nigeria 69 Kinder an Polio erkrankt, angeblich durch Impfstoffviren ausgelöst. 2009 sind in der Paul-Ehrlich-Datenbank gemeldet 1470 Meldungen mit 83 Todesfällen nach der Infanrix Hexa. Das ist dieser zweite Sechsfach-Impfstoff. Der erste Sechsfach-Impfstoff oder eines der ersten beiden Impfstoffe war der Hexavac. Den hat man vom Markt genommen, weil 33 Kinder am plötzlichen Kindstod gestorben sind mit Hirnödemen, das selbst die Pathologen gesagt haben, das haben wir nie gesehen. Und das möchte ich euch ein bisschen heute beleuchten. Ich habe es gestern Nacht noch in den Vortrag eingebaut, die Token-Studie, die daraufhin ins Leben gerufen wurde, weil man kann ja nicht einfach stehen lassen, was durch die Presse ging, 33 Todesfälle nach Sechsfach-Impfstoff. Der wurde vorsorglich vom Markt genommen. Aber nicht mit dem Argument, weil 33 Kinder gestorben sind, sondern weil angeblich die Hepatitis B-Komponente nicht den gewünschten Langzeiteffekt erzielte, den man sich erhofft hat. Jeder pfiffige Pharmavertreter würde sagen, ihr müsst in 3 Wochen oder in 5 Wochen nochmal Hepatitis B isoliert nachimpfen, weil die gewünschte Hepatitis B-Komponente nicht den gewünschten Langzeiteffekt erzielt. Wenn wir pfiffig wären, würden wir das tun. Aber man zieht diesen Impfstoff vom Markt. Kurz drauf. Und die Regierung ruft die Token-Studie ins Land, die zur Aufgabe hatte, nochmal ein kleines Bild zum Wachwerden. Die Token-Studie hatte zur Aufgabe, alle ungeklärten und plötzlich unerwarteten Todesfälle bei Kindern im Alter zwischen 2 und 4, 24 Monaten zu erfassen und zu korrelieren mit den Impfungen, zu überprüfen, ob es einen Zusammenhang mit den laut Impfkalender empfohlenen Impfungen gibt. Diese Studie war gleich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil die Token-Studie von Impfstoffherstellern bezahlt wurde,
Es waren ständige Impfkommissionsmitglieder in dieser Studie drin, die eben von der Pharmaindustrie bezahlt werden und nur pro Impfungen denken. 2,5 Millionen wurden locker gemacht. Damit erwirkte sich die Pharmaindustrie das Recht, unverzüglich über relevante Erkenntnisse oder Bewertungen unterrichtet zu werden und diese dann eben auch dementsprechend zu veröffentlichen bzw. Gegenuntersuchungen zu machen. Warum braucht das Robert-Koch-Institut, um so eine Studie zu machen, überhaupt Sponsoren? Diese Frage muss man natürlich liegen. Es liegt an, der Verdacht liegt nahe, dass es vor allem darum ging, das methodische Know-how und die strategischen Beratungen der Firmen zu nutzen, um die Resultate im Sinne des Impfgedankens aufzuhübschen, so schrieb der Ilgartner, der diese Token-Studie eben auch sehr, sehr aufs Korn genommen hat als Medizinjournalist. Sehr lesenswert. Schaut einfach mal auf die Seite von Bert Ilgartner. Eine sehr, sehr empfehlenswerte Seite. Der hat auch einige Bücher schon publiziert, ähnlich wie Hans Tolzi, eben ein freier Medizinjournalist, die sehr viel Öffentlichkeitsarbeit leisten. Die Token-Studie, auf der Seite kann man sie vom Robert-Koch-Institut anschauen. Die Originalquelle sind 160 Seiten im Englischen. Am besten die downloaden, weil die deutsche Version sehr, sehr verschönt ist. Es gibt nach Beschönigung der Daten eben diese Deutschfassung auch. Es wurde alles versucht, die alarmierenden Resultate kleinzureden und zu verstecken, so Bert Ilgartner. Die Schwierigkeiten bei der Token-Studie waren einmal gegeben, es gab eben viele Todesfälle, 667 sind registriert worden in 3 Jahren. Und aus Datenschutzgründen war es angeblich nicht möglich, die Daten der verstorbenen Kinder mit den Angaben deren Impfpässe zu verknüpfen. Die Notwendigkeit, mit den betroffenen Eltern Kontakt aufzunehmen, war für diese Leute schwierig. Und sie wurden gebeten, die Impfpässe der verstorbenen Babys herauszusuchen und sollten umfangreiche Fragebögen ausfüllen. Und 2/3 der Eltern, der insgesamt 667 im Untersuchungszeitraum verstorbenen Kinder, verweigerten die Teilnahme an der Token-Studie trotz mehrfacher Kontaktaufnahmen. Wenn ihr euch vorstellt, euer Kindlein ist 3-4 Tage nach einer Impfung tot im Bett, wollt ihr dann noch an irgendeiner blöden Studie teilnehmen? Ich habe dafür vollstes Verständnis. Okay. Diese Interpretation des Robert-Koch-Instituts ist so hanebuchen, dass ich jedes Mal eine Gänsehaut kriege, wenn ich das vortrage. Das Risiko für den plötzlichen Todesfall innerhalb 3 Tagen nach einer Impfung, haben sie dann gesagt, sei binnen einer Woche nach Impfung wenig erhöht. So stand es dann auch in den Ärzteblättern. Risiko nach einer Impfung zu versterben ist wenig erhöht. In den Tagen 4 bis 7 nach der Impfung zeigte sich sogar ein verringertes Risiko. Aber was lesen wir denn daraus? Was interpretiert ihr daheim? Was lest ihr daraus? Das sind die Schlagzeilen vom Ärzteblatt. Risiko nach Mehrfachimpfung ist in den Tagen 4 bis 7 nicht erhöht, sogar verringert. Was lesen wir daraus? Wir müssen ja kritisch denken lernen. Keine Idee, wo sind die Ärzte unter uns? Da oben waren 2 gesessen. Was lest ihr daraus? Wenn ihr die Ärztezeitung aufschlagt, Risiko nach Mehrfachimpfung ist in den Tagen 4 bis 7 sogar verringert. Herr Kollege. Gegenüber was? Bitte? Ja, genau. Was ist ab 8 plus und was ist vor dem 4. Tag? Ja, darum geht es doch. Warum ausgerechnet in den Tagen 4 bis 7 ein Gefälle da drin ist, in diesem Risiko an Impfungen zu versterben, das wird nicht weiter analysiert und auch nicht Thema ist. Die toten Kinder zeigten keinerlei gemeinsame Anzeichen von Krankheiten, etwa eines Hirnödems. Fazit, aufgrund dieser Auswertung, Impfungen sind sicher. Sie sind das Beste, was der Medizin zur Verfügung stellt. Bla bla, sie haben die Seuchen ausgerottet und Nebenwirkungen treten in den seltensten Fällen ab. Impfungen sind sicher. Scheuklappen wieder zu.
Und seitdem dieses Ergebnis draußen ist, war zu erwarten, ist der Sechsfachimpfstoff Hexavac wieder da, nur mit einem neuen Namen, Hexion. Und die Hepatitis B-Komponente erfüllt jetzt ihren Zweck. Von den toten Kindern keine Rede mehr. Es gab ja viele Jahre eben diesen anderen Sechsfachimpfstoff, wo die Token-Studie drunter gelaufen ist, den Infanrix Hexa. Das bezieht sich auf diese Infanrix Hexa, weil wir hatten keinen anderen Sechsfachimpfstoff. Die Schlussfolgerung der Behörden daraufhin, das war dann das, was wirklich dann in den Schlagzeilen stand, keine Probleme mit Impfungen. Wenn Babys sterben, so war eben auch der Fehler bei den Eltern zu suchen, indem sie zum Beispiel rauchen, das Bett überhitzen oder die Babys in der gefährlichen Bauchlage schlafen lassen, ihr Kind vielleicht sogar stillen, macht denn heute noch sowas, ja? Oder auf ein biogegerbtes Lammfell liegen lassen, nicht um das Bett überhitzen, aber dass die Impfungen daran schuld sein können, ist vom Tisch. Sie impfen ihr Kind 3 Tage später, ist tot und es muss am Lammfell liegen. Ja? Oder dass sie eine Zigarette geraucht haben oder vielleicht an irgendjemand vorbeigegangen sind, der geraucht hat. So leicht macht die Medizin sich das. Vorsichtige Entwarnung, wie hieß es dann im deutschen Ärzteblatt. Bei diesem Artikel fungierte der Token-Studienleiter und RKI-Mitarbeiter Martin Schlaut vorsichtshalber als Co-Autor. Das sind die Professoren, die Expertenmeinungen, die sich die Presse einholen. Ja? Professor Zepp sagte es so deutlich wie nie jemand zuvor. 35.000 Tote mit der Schweinegrippe in Deutschland zu erwarten. Und wie viele sind letztlich gestorben? 8 gesicherte Fälle Influenza. Mehr nicht. Wir haben keine wirkliche Diagnostik gemacht. Also, wir müssen fragen, wer ist denn dieser Herr Professor Zepp? Hat es jemand gefragt? Ja, im Moment, wo ich es gesagt habe, wer ist denn das jetzt wieder? Seht ihr, ihr seid genauso im Mainstream gefangen wie ich auch, nicht? Es ist klar, wir lesen die Headlines. Macht euch bitte zum Hobby, wenn jemand etwas veröffentlicht, nehmt den Namen in die Google-Leiste und drückt einfach mal auf Suchen. Und man wird erstaunt sein, wer dieser Herr Professor Zepp ist. Auch Professor Willebrand, der sich jetzt gerade stark macht, dass unsere Jungen gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft werden. Wer ist es? Urologe in Memmingen. Und wenn Sie diesen Namen in Google eingeben und Sie kommen auf dessen Homepage, Sie sehen dessen Promotionsarbeit, also seine Professur, alles Pharma, Pharma, Pharma. Hochglanzbroschüren von Pharmaindustrie. Und es geht da um Milliardenbeträge. Die öffentlichen Aussagen der Token-Studie in den Tagen 4 bis 7 nach der Impfung zeigten sich ein verringertes Risiko. Tatsächlich traten die Todesfälle in der Studie gehäuft an den Tagen 0 bis 3 nach der Impfung und dann ab dem 8. bis 14. Tag auf. Die verringerten Todesfälle zwischen dem 4. und 7. Tag sind rein zufällig, aber dennoch signifikant. Doch genau diese Zufallsfunde wird als eine der Hauptaussagen der Token-Studie verkauft, eben in den Tagen 4 bis 7 verringertes Risiko. Das ist die englische Langfassung, die sollte man sich also vorher reinziehen. Wenn wir die analysieren, 3 Tage nach der 6-fach-Impfung haben wir, wie Peter Abbey festgestellt hat, ein 2,3-fach erhöhtes Sterberisiko laut dieser CCS-Analyse. 3 Tage nach der 5-fach-Impfung sogar ein 8,1-fach erhöhtes Sterberisiko. Bei gemeinsamer Auswertung 5- und 6-fach-Impfung ergab sich ein 3-fach erhöhtes Risiko, dass das Kind stirbt. Frühgeborene hatten sogar ein 6-fach höheres Sterberisiko binnen 3 Tage nach 5- und 6-fach-Impfung. Und während des 2. Lebensjahres nahezu 14-fach erhöhtes Sterberisiko binnen 3 Tage nach Impfung. Wir werden Gartners Auswertung. Lasst euch die Zahlen auf der Zunge zergehen, bevor ihr mit euren Kindern zu impfen habt. Das ist russisch Roulette. Und das kann auch nur eine einzige isolierte Tetanus-Impfung machen.
Ich habe ja viel Kontakt mit ungeimpften Leuten. Eine Mutter hat es geschafft, 5 Jahre oder 4 Jahre ihr Kind lang von den Impfungen fernzuhalten. Dann hat sich den Kiefer ausgeschlagen, da ein paar Zähne, kam in die Klinik, wurde schwach, weil sie hatte nur Blut gesehen und mein Kind stirbt um Gottes Willen und schnell in die Notaufnahme. Man hat die Zähne gerichtet und Zeug und hat einfach keine Kraft mehr gehabt zu sagen, nein, ich möchte keine Tetanus-Impfung. Und was passiert auf diese Tetanus-Impfung? Mordsverstopfung in 14 Tagen, wo das Kind nie unter Verstopfung geht. 14 Tage keinen Stuhl. Wisst ihr, was das für eine Qual ist für ein Kind? Und was habe ich gegeben dort? Aluminium. Und was war im Impfstoff enthalten? Aluminium. Das homöopathische Mittel Aluminium habe ich gegeben. Alumina. Und wurde sofort besser. Also jede Impfung ist russisch Roulette. Hier kommen noch ein paar Korrekturmaßnahmen und Gewichtungsfaktoren. Wie kann man eine Studie schönreden? Änderungen nach Auswertung einer Studie sollten eigentlich jeder verstehen und auch jeder meinen, dass die richtigen Ergebnisse herauskommen. Das ist relativ unseriös. Aber so sind Impfstudien aufgebaut. Die Schulmediziner fordern für jedes Medikament eine doppelblind randomisierte Placebo-Doppelblindstudie. Was heißt das zu gut Deutsch? Wir vergleichen quasi ein Placebo, eine nicht arzneimliche Substanz, ein Zuckerle, mit einem Giftstoff. Medikamente, Impfungen, nicht? Aspirin und so weiter und so fort. Was ja logisch wäre, so würde jeder einsehen, nicht? Wir vergleichen ein Nicht-Scheinmedikament ohne jegliche Wirkung gegen ein Medikament mit der Zielsetzung, wir wollen die Nebenwirkungen erfassen. Ja? Impfstudien werden heute aber nicht mehr placebo-kontrolliert. Professor Schmidt dazu, dass die Kinder einen Pieks bekommen, ohne dass sie etwas davon haben, sei unethisch. Man kriegt also eine Impfstudie nicht mehr durch, wenn wir sie Placebo kontrollieren vor der Ethikkommission. Ihr müsst euch diese Perversion vorstellen. Was machen wir also? Wir vergleichen Hepatitis B gegen Hepatitis A und B kombiniert oder Fünffachimpfung gegen Masern-Mumps-Röteln-Impfung. Bei der Future One und Future Two Studie HPV-Impfung wurde gegen Aluminiumhydroxid verglichen, vielleicht sogar noch in einer Dosis, die wesentlich höher war als im Impfstoff. Mit dem Effekt, die Nebenwirkungen da sind nicht signifikant. Und so konnte der liebe Herr Professor von Zuhausen in Stuttgart auf dem Impfkongress stehen und mit einem Glory-Halleluja-Gefühl im Gesicht stehen und sagen, wir haben in Australien bei der HPV-Impfstudie praktisch keine Nebenwirkungen beobachtet. Als ich dann ans Mikrofon gehen wollte, man kannte mein Gesicht schon, ich war gerade dran, hat man schnell den Draht runtergezogen und gesagt, wir haben keine Zeit zu fragen, wir müssen weitermachen im Programm. Und wer es nicht glaubt, macht euch bitte die Mühe und schaut es, googelt es nach. Ich kann euch ja viel erzählen. Ja? Googelt es nach. Es heißt immer nur Kontrollgruppe. Also hier werden die Ergebnisse verschönt. Was macht das Robert-Koch-Institut mit der Gewichtung der Daten? Warum braucht ein Faktum, da sterben so und so viele Kinder nach einer Impfung, was will man daran noch gewichten? Es ist doch so, nicht? Sie melden Ihren Fall, mein Kind ist gestorben nach, der Apotheker meldet den Fall, nicht der Pathologe meldet den Fall. Ist es irgendein Unterschied? Nein, das Kind ist tot. Durch die Angaben der gerichtsmedizinischen Institute sei die Auswertung verfälscht. Zitat Robert-Koch-Institut. Indem sie dafür sorgten, dass spezielle Todesfälle nach Impfung vermehrt in die Studie aufgenommen worden ist. Die bösen Pathologen. Was haben die bloß bitte für ein Interesse, Impfungen schlecht zu reden? Sind ja auch Mediziner. Also, die haben dafür gesorgt, dass speziell Todesfälle nach Impfung vermehrt in die Studie aufgenommen wurden, als jene, die von den Gesundheitsämtern gemeldet worden sind. Die Statistiker des Robert-Koch-Instituts errechneten für diese Fälle einen Gewichtungsfaktor von 0,41. Man kann mittels Statistik alles beweisen, was man will. Es ist nur eine Frage des Geldes. Das heißt, dass ein von den Gesundheitsämtern gemeldeter Todesfall in der Berechnung gleich viel zählte wie 2,5 Todesfälle des Gerichtsmediziners. Und dadurch kriegen wir andere Zahlen heraus. Im
Übrigen jetzt im Zuge dieser Masernepidemie, ich war ganz erstaunt bei meiner Recherche, wie viele Fälle waren jetzt geimpft und ungeimpft, wie viele mussten hospitalisiert werden und so weiter. Es stand dort ein Satz, dass man den Impfstatus errechnet hat, worauf ich ihn stutzig wurde und nachgefragt habe. Das heißt, errechnet, wir haben 900 und so viele Erkrankungen. Waren die jetzt geimpft oder waren die nicht geimpft? Ja, wir können sagen, die waren geimpft, die waren nicht geimpft und die waren, wissen wir nicht, geimpft, weil der Impfpass nicht vorlag. Aber was muss man da herumrechnen? Ja, es war ganz spannend, die Antwort, die ich bekommen habe. Ja, es gibt da ein Tool, wie man die Impfquoten errechnet und die Wahrscheinlichkeit, wie viele von denen geimpft waren oder nicht. Alles Filter, die quasi die Impfungen schönreden und zu keinem anderen Zweck da sind. Bei achtfach höherem Sterberisiko nach fünffach Impfung half wohl auch dieser Gewichtungstrick nichts mehr. Hier argumentierte das Robert-Koch-Institut mit der geringen Fallzahl. Zitat Robert-Koch-Institut. Allerdings trugen nur 14 fünffach geimpfte Fälle, von denen 4 Fälle innerhalb von 3 Tagen nach Impfung verstorben waren, zu dieser Berechnung bei. Sind ja nur wenige. Alles von Bert Egarner herausgearbeitet. Und hier nochmal schriftlich das Risiko für Frühgeborene. In der Totenstudie finden sich Hinweise, dass frühgeborene Babys ein 4-mal höheres Risiko haben, binnen 3 Tage nach einer 6-fach-Impfung zu sterben. Doppelt so hohes Risiko wie bei Babys, die zum Termin geboren wurden. Werden 5-fach geimpfte Frühchen auch noch dazu gezählt, steigt das Risiko sogar auf einen 6-fachen Faktor. Manche Ärzte sind vorsichtig und impfen Frühgeborene sicherheitshalber etwas später. Warum? Herr Kollege, bitte sage mir einen triftigen Grund, warum du Frühchen später impfst als normal geborene Kinder. Redet mit den Ärzten. Es ist interessant, was die für Argumente haben. Herr Kollege oder Herr Doktor, der eine Arzt möchte mein Kind nicht fünffach, sondern oder nicht sechsfach, sondern nur fünffach impfen. Können Sie mir erklären, warum? Was hat der für Zweifel? Redet mit den Ärzten. Schenkt Ihnen das Buch von der Vera Scheibner, nicht? Plötzlicher Kindstod und Impfungen. Gut recherchiertes Werk. Weihnachten steht vor der Tür. Jeder Arzt freut sich über Geschenke von seinen Patienten. Es wird argumentiert, dass die Deutschen ein so impfmüdes Volk seien. Und wenn wir schauen, wo sind, was ist das hier für ein Bundesland nochmal? Niedersachsen. Mit einer Niedersachsen, das ist Sachsen-Niedersachsen. Das ist Niedersachsen. Also ihr seid mit Diphtherie 96%, Tetanus 96, Pertussis 95, HIV 95, Polio 96, Hepatitis B 92, Masern 96, zweite Impfung sogar 92,9, Mumps 96 und so weiter und so fort. Eine sehr gut durchgeimpfte Population. Wenn wir vergleichen, Gesamtdeutschland 95, 96, wir sind also, unsere Kinder, das ist eine Einschuluntersuchung, sind unsere Kinder zwischen 95-98% geimpft. 95-98% die Impfquoten haben. Wenn wir jetzt aber analysieren, wie gesund sind eigentlich unsere zu 98%igen geimpften Kinder, werden wir immer erstaunt sein. Wir haben plötzliche Kindstodesfälle zusammengefasst, diesen Sudden Infant Death und Sudden Unexpected Death, bis vor einigen Jahren noch 600 bis 1000 Fälle pro Jahr gehabt. Jetzt mittlerweile ist die Zahl etwas runtergegangen auf 200 bis 300. Den Grund dafür habe ich noch nicht ausfindig machen können. Würde aber zum Beispiel auch mit der Zahl korrelieren, dass wir 667 Todesfälle hatten innerhalb 3 Jahre. Ja? Es sind ungefähr 220 pro Jahr, wo ein Tod sterben nach Impfungen. Die Zunahme der Allergien bei Kindern. Es gab vor 20, 30 Jahren, wenn man die Kinderärzte, die alten Kinderärzte fragt, jedes vierte, fünfte Kind
Nicht? Also jedes von wie war das, von 30 Kindern waren vielleicht ein, zwei, drei Mal, die irgendeine Allergie hatten. Heute haben 4 von 5 Kindern fast eine Allergie. Ja? Manche Stoffe dort eben zunehmen bis 75%, bitte. Ist das jetzt auch Deutschland? Das ist Deutschland, das ist alles Deutschland. Kann man in Wikipedia raussuchen, nicht in, auf den Seiten vom Robert-Koch-Institut und so weiter und so fort. Das sind alles öffentliche Zahlen. Die Zunahme von Asthma, jedes 10. Kind hat Asthma. Todesfälle bis zu 5.000 pro Jahr. Die Zunahme von Neurodermitis. 18% aller Kinder bis zum 6. Lebensjahr leiden unter Neurodermitis. Das gab es früher so häufig gar nicht. Auch Zunahme Autismus. Heute kommt jedes Kind, jede Mama mit ihrem Kind. Ja, mein Kind hat ADHS. Ja? Das ist ja kein Wunder bei 98%igen Impfquoten. Die Zunahme von Krebserkrankungen bei Kindern und vor allem Krebserkrankungen, die bei Kindern eigentlich nie so häufig waren. Knochenkrebs zum Beispiel, Leukämie, Hirntumoren. Hirntumoren sehe ich ganz häufig nach Impfung, dass die Kinder plötzlich anfangen, konzentrationsschwach zu werden und infektanfällig zu werden und zunehmend mehr unter Kopfschmerzen klagen. Ja, die kommen jetzt mit der Diagnose, mein Kind hat ein Astrozytom oder ein Neurinom im Kopf. Und wenn wir schauen, dann hat das angefangen. Es ist ja nicht so, dass plötzlich eine Lampe angeht, jetzt hast du einen Krebs. Ja? Und der wächst jetzt da vor sich hin. Bis der Tumor die Größe einer Erbse erreicht, vergehen im Schnitt 15 bis 20 Jahre. Und wenn jetzt ein Kind zunehmend mehr Kopfschmerzen entwickelt und anfängt zu schielen, vielleicht sogar noch, dann hängt häufig sowas dahinter. Und da muss man forschen. Ja? Wann hat es angefangen, dass das Kind unter Konzentrationsstörungen, unter Kopfschmerzen, unter Zuckungen gelitten hat? Und legt bitte, wenn ihr das hinterfragt, den Impfpass auf den Tisch und schaut. Wenn man lange Jahre Praxis macht so, dann wird man erstaunt sein, wie viele Krankheiten, chronische Krankheiten, wie all die dort mit den Impfungen zeitlich nah zusammenhängen. Auch die Zunahme von Multipler Sklerose gab es bei Kindern früher nicht so häufig. Mittlerweile haben 5% aller MS-Patienten das Alter von 15 gerade mal erreicht. Auch die Zunahme von Diabetes. Wir wissen nicht, warum wir 4-5% mittlerweile jedes Jahr mehr Diabetes-Kinder bekommen. Autoimmunerkrankungen. Wenn man die Impfstoffadditiva studiert, wird einem das plausibel. Denkt dran, was ich vorhin unter Aluminium hatte. Zunahme von Autoimmunerkrankungen. Auch Rheuma. 50.000 Fälle pro Jahr. Und dass die Impfungen krank machen, ist schon so viel belegt worden. So oft. Man kann es überall nachlesen. Studien aus Industrieländern lassen einen Trend zu einer vermehrten Infektneigung nach Impfungen erkennen. In den 4 Wochen nach der DTP-Impfung, also Diphtherie, Tetanus, Pertussis, kommt es häufiger zu Fieber, Durchfällen und Husten als vor der Impfung. Oder Zunahme saisonaler Allergien wurde sogar bei der HPV-Impfstudie festgestellt, obwohl die HPV-Impfung gegen Aluminiumhydroxid verglichen hat. Ja? Wie bitte kann es passieren, dass man plötzlich vermehrt Heuschnupfen oder sonst die saisonalen Allergien, ja, Heuschnupfen entwickelt, wenn ich mir eine Impfung machen habe lassen. Was passiert da in meinem Immunsystem? Wir wissen darüber gar nichts. Nach der Diphtherie-Tetanus-Impfung treten vermehrt Infekte der oberen Luftwege auf und grippale Erkrankungen. Erhöhtes Risiko für Infekte im HNO-Bereich nach Hepatitis B-Impfung. Da haben wir wieder die Sterblichkeitsrisiko durch Infektionskrankheiten bei geimpften Kindern doppelt so hoch wie bei ungeimpften Kindern. Auftreten oder Verschlimmern von Autoimmunerkrankungen wie Diabetes, Guillain-Barré-Syndrom, Multiple Sklerose wurden im engen zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen beschrieben. Muss ich nochmal zurück machen, ihr wolltet fotografieren, oder? Guillain-Barré-Syndrom, das sind aufsteigende Lähmungen. Sehr häufig nach Grippeimpfung zum Beispiel zu beobachten. Kann ich weitermachen? Wir schauen uns diese Studien, die gemacht worden sind, im Vergleich Geimpfte gegen Ungeimpfte, gibt es nur eine kleine Handvoll, ein bisschen näher an. Eben diese Peter-Ebby-Studie habe ich schon angeschnitten. 15.000 Mütter mit ihren Kindern wurden 6 Jahre lang beobachtet.
Und gegen die gegen DTP geimpften Kinder haben ein doppelt so hohes Sterberisiko wie ungeimpfte Kinder. 10,5 gegenüber 4,7%. Und bei sozial besser gestellten, bessere Ernährung, gemessen an der Oberarmdicke, die hatten sogar noch höhere Raten, nämlich 2,3-fach. Dann gab es eine Studie, die man gemacht hat an einer anthroposophischen Schule, in der Waldorfschule. Die hatten automatisch weniger Impfung, weil Anthroposophen sagen, Kinderkrankheiten dürfen wir durchmachen, die sind ja wichtig. Also die sind Masern, Mumps, Röteln weniger geimpft. Das heißt aber nicht, dass die komplett ungeimpft sind. Ja? Das haben wir bitte im Hinterkopf. Also Kinder einer Waldorfschule hatten weniger Impfung, das heißt nicht komplett ungeimpft, weniger Antibiotika, wenn wir vergleichen, 90% konventionelle Schule für 52% Waldorfschule, fiebersenkende Mittel, auch da ein großer Unterschied, die Anthroposophen wissen, wie wichtig Fieber ist, und eine gesunde Ernährung. Und das ist, was dabei rauskommt. Die haben deutlich weniger Allergien. Konventionelle Schule 25%, Waldorfschule 12%, weniger Neurodermitis, um das Dreifache, und weniger Asthma, 26% gegen 6%. Obwohl die nicht komplett ungeimpft sind. Es macht also schon einen Riesenunterschied, wenn man aufhört, diese Masern- und Röntgenimpfung, die auf Hühnereiern gezüchtet wird, zu machen. Ja? Und das ist auch die Erfahrung in der Praxis, die Kinder, die gegen Masern und Röteln geimpft werden, kriegen zusehends Mikroentzündung, nicht Polypen wachsen, ständig krank, immer Nase verrotzt, Augenentzündung. Da geht es los. Und so kann man schwere Impfschäden nachvollziehen. Wenn ein Kind vorher immer gesund war und jetzt nach 16, 18 Wochen nach einer Impfung kommt es und hat eine MS, als Jugendlicher. Ja? Dann bringt man das mit der 18 Wochen zuvor durchgeführten Hepatitis B-Impfung nicht mehr in Verbindung. Ja. Macht man aber jetzt genaue Analyse, wie ein Detektiv. Ja? Was war, bevor die MS losging? Ja, da hatte ich eine Lungenentzündung, 4 Wochen vorher. Es war Hochsommer, ich habe nie eine Lungenentzündung gehabt, Herr Doktor. Ja? Ja, komisch, sage ich nicht. Was war denn noch vorher? 3 Wochen vorher hatte ich eine Mittelohrentzündung, auch Hochsommer. Ich habe nie Mittelohrentzündung gehabt. Die weitere 3 Wochen vorher war die Impfung. Was hat das Immunsystem zerstört? Ein Kind, das nie vorher krank war. Und dann am Ende der Fahnenstange Multiple Sklerose. Eines der schwersten oder mitunter schweren Autoimmunerkrankungen, die wir haben. Es wird immer wieder von den Schulmedizinern als Argument herangezogen, ja, aber die DDR hatte doch eine Impfpflicht und die haben deutlich weniger Allergien gehabt als wir. Ja, das konnten wir nicht widerlegen. Lange Jahre nicht, bis endlich eine Keuchhustenepidemie auftrat. Es gab eben für Keuchhusten diese Impfpflicht. Und dann trat 1999 in Sachsen-Anhalt eine Keuchhustenepidemie auf. Die Untersuchung der Impfpässe war natürlich naheliegend, der verschiedenen Jahrgänge, bis im epidemiologischen Bulletin veröffentlicht worden, 2000. Und da kam heraus, dass die DDR-Kinder gar nicht so sehr gut geimpft waren, nämlich teils nur bis 50%, trotz Impfpflicht. Wo ist jetzt das Argument der Schulmediziner, dass die komplett durchgeimpfte DDR weniger Allergien hatten oder weniger Allergien haben, trotzdem sie mehr Impfungen aufwiesen als wir? Ist überhaupt nicht so. Unsere Kinder sind bis 98% geimpft, waren es auch schon 1999. Und sei es nur 95%, aber 50% ist erstaunlich. Also dieses Argument ist vom Tisch. Wissen Sie was über Polio in der DDR? Weil in der DDR wurde bis zum Schluss DDT benutzt. Ja, es ist ähnlich wie hier bei uns. Aber die haben also DDT benutzt. Poliofälle in der DDR sind ähnlich wie bei uns. Ja. Aber sicherlich da häufiger, wenn DDT lange benutzt wird. Ja. Ja. Das heißt bis zum Schluss eben bis 1990, ja. Oder? Ja. Ja, interessant. Aber eben wenn man die Polio studiert, die korreliert immer mit den Verkaufszahlen der DDT.
von DDT noch in dieser Welt. Immer wenn viel verkauft worden ist von dem DDT, kann man davon ausgehen, dass irgendwo eine Polioepidemie kam. Eben, dann gab es diese britische Kohortenstudie, 30.000 Kinder der Jahrgänge 88 bis 99 wurden angeschaut. Hier hat man verglichen Diphtherie, Pertussis, Polio, Tetanus gegen Ungeimpfte. 95 waren geimpft, 5% ungeimpft. Wenn ihr eure Kinder nicht gegen Diphtherie und Tetanus und Polio impft, würdet ihr es gegen Masern und Röteln impfen? Ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Wenn ihr aber euer Kind nicht gegen Masern und Röteln impft, würdet ihr es dann gegen Diphtherie, Tetanus und Polio impfen? Das ist naheliegender. Ja? Wenigstens Polio und Tetanus hätte doch. Ja? Das heißt also, diese Zahl hier wird höchstwahrscheinlich, ist nur eine Spekulation, eine komplett ungeimpfte Population sein. Man hat nämlich auch verglichen Masern, Mumps, Röteln gegen Masern, Mumps, Röteln Ungeimpfte. Da haben wir 71 gegen 29%. Ja? Für mich ist aber diese Gruppe da die interessanteste, weil die können Diphtherie, Tetanus, Polio geimpft sein, anzunehmen. Ja? Hier sei bemerkt, dass sowohl Masern, Mumps, Röteln Ungeimpfte doch andere Impfungen erhalten haben können. Bis zu 14 Mal geringeres Asthma-Risiko. Hier sehen wir wohl die komplett ungeimpfte Population in Bezug auf DDT, also hier Ungeimpfte, ist 14 Mal höheres Asthma-Risiko. Und bei den Masern, Mumps, Röteln haben wir nur ein 3,8-fach erhöhtes, weil die wohl nicht ungeimpft waren insgesamt, sondern nur MLR ungeimpft waren. Ist das verständlich? Also ihr seht schon, was das für einen Unterschied macht, ob man komplett ungeimpft ist oder nur weniger geimpft ist. Das Gleiche haben wir beim Ekzemrisiko, ein 9-faches geringeres Risiko bei wohlmöglich diesen komplett ungeimpften und bei Masern, Mumps, Röteln ungeimpften 4,8 mal weniger. Alle fotografiert? Dann hat das Robert-Koch-Institut eine KICS-Studie gemacht. Was das KICS letztlich heißt, weiß kein Mensch. Kinder und Jugend, Survival, bla bla, keine Ahnung, irgendwas. Auf jeden Fall, diese KICS-Studie hat man an 170, 167 Orten in Deutschland willkürlich gemacht und hat 18.000 Kinder jeder Altersjahres, also von 0 bis 18 quasi, pro Population 1.000 nehmen wollen. Diese Rohdaten, die stehen für 90 Euro zur Verfügung. Wer also zu viel Geld hat und des Studierens nicht müde ist und sich mit Statistiken auskennt, wie die Statistikerin und Informatikerin, die Angelika Kögel-Schautz, die jetzt Müller heißt, die hat diese Rohdaten sich gekauft beim Robert-Koch-Institut und ausgewertet. Teilnehmer waren eben 17.600, an 176 Orten zufällig ausgewählt. 93% davon haben einen Impfpass vorgelegt. Erfasst wurden 9 Impfungen und 1.800 knapp hatten mehr als 30 Impfungen. 217 hatten keine Tetanusimpfung. Auch hier wieder zu bedenken, wenn jemand sein Kind nicht Tetanus impft, ist es wohl höchstwahrscheinlich komplett ungeimpft. Wissen wir aber nicht wirklich. Aber das kann man ungefähr, weil es fehlt ja jegliche logische Konsequenz. Warum impft eine Mutter gegen alles andere, nur gegen Tetanus nicht? Ja? Also 217 hatten keine Impfung. Und da ist eben rausgekommen, kein Todesfall an Tetanus, eben trotz dieser 217 kein Tetanus-Impfung, ist keiner gestorben. Und rausgekommen ist da, je mehr Impfung, desto mehr Infekte. 6,06% chronisch kranke, Tetanus ungeimpfte Kinder, also wohl komplett ungeimpfte Kinder. Aber 14,79% chronisch kranke geimpfte Kinder. Eine Lungenentzündung hatten 9% ungeimpfte, Tetanus ungeimpfte und 11% der geimpften Kinder. Mittelohrentzündung 37 ungeimpfte, 50 geimpfte Kinder. Doppelt so viele Neurodermitis wie bei geimpften Kindern. Doppelt so häufig Heuschnupfen, 6-mal häufiger Nickelallergie, ungeimpfte deutlich weniger ADHS, Brille, Brillenträger und Legasthenie, also die Lernschwächen und Sprachstörungen.
Nicht bekannt ist, warum nicht geimpft wurde, vielleicht wegen schwerer Vorerkrankung. Bei meiner Studie, die ich gemacht habe, waren die Gründe, warum die Leute nicht impfen, zum Beispiel wegen schwerer Reaktionen von Bruder, nicht, oder ältere Kinder oder von Nachbarn, nicht. Wenn mein Kindsnachbar da gestorben ist nach der Dreifachimpfung, kann man wohl denken, dass die nebenanwohnende Mutter eben die Kinder wohl eher weniger oder nicht impft. Oder zumindest mal das erste oder zweite Lebensjahr sogar abwarten. Was schon ein Gewinn ist. Weil ein 2 Monate altes Baby kann niemals sagen, nicht Mama, ich habe eine Meningitis, weil mir tut der Schädel weh, wenn ich den Kopf auf die Brust lege. Nicht. Das kann ein 2 Monate altes Kind. Das schreit schrill in der Nacht und am nächsten Morgen ist es tot. Dann gab es diese neuseeländische Umfrage. Wie bin ich eigentlich in der Zeit? Oh, 10 Minuten. Ja, kommen wir doch durch. Die neuseeländische Umfrage, 92 ist die gemacht worden. 254 Kinder wurden untersucht, davon waren 133 geimpft und 121 ungeimpft. Keine nähere Angabe, was es heißt, ungeimpft bzw. geimpft zu sein. Aber das Ergebnis ist trotzdem sehr ansprechend. Asthma hatten 20 Leute, also 15% gegen 3% Ungeimpfte. Neurodermitis 32% der Geimpften, 13% der Ungeimpften. Chronische Mittelohrentzündung 20% gegen 7%. Rezidivierende Mandelentzündung 8% gegen 2%, also 4-mal so häufig. Atempausen, eben die Atemaussetzer, 7% gegen 2%. Hyperaktivität 8% gegen 1% und Epilepsie nur ein Fall, ist natürlich keine Aussage bei dieser Anzahl von Studienteilnehmern. Und dann eben meine Studie, die ich gemacht habe. Ich war als Arzt äußerst unzufrieden mit dem, was ich gefunden habe. Wie gesund sind eigentlich ungeimpfte Kinder? Weil wir müssen ja vergleichen, das ist das, was ich mir als Arzt unter einer evidenzbasierten Medizin vorstelle. Produzieren wir mit Impfungen gesunde Kinder? Produzieren wir Gesundheit? Das war meine Frage. Und die habe ich mit dem, was ich gefunden habe, nicht beantwortet gefunden. Und ich habe gesucht, wirklich richtig dolle gesucht. Gegoogelt, gegoogelt, bis mir die Augen zugefallen sind am Computer und nichts gefunden. Dann war ich in der Not. Was tun? Ja, mach doch selbst eine Untersuchung. Ja? Du wirst schon im Laufe der nächsten 5 Jahre vielleicht so ein paar 100 Fälle zusammenbringen, habe ich mir gedacht. Ich habe einen Fragebogen designt und damals, als die HPV-Impfung rauskam in Stuttgart, habe ich dann auf diesem Kongress, den wir da hatten, wo ich kritisch zur HPV-Impfung mich geäußert habe, habe ich diesen Fragebogen erstmals publik gemacht. Ich habe gesagt, ich habe einen Fragebogen entwickelt. Wer Interesse hat, ich gebe es dem Hans Tolzin, der hat es ins Internet gesetzt und in seinen Impfreport abgebildet. Da gab es eben diese Hefte, die draußen auch stehen, diese weißen vom Impfreport. Da war das drin abgebildet und hat es eben publik gemacht. Und es hat 4 Monate gedauert, dann kam schon der erste Bogen aus Uganda. Mein Kind ist komplett ungeimpft und total gesund. Neu, habe ich mir gedacht, nicht? Was das Internet alles bewirkt. Und als ich dann ungefähr nach 11 Monaten 2600 Datensätze zusammen hatte, ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, 3 solche Ordner dort mit Papier, nicht, wenn man die zusammenfaltet im Brief, dann nicht, ist das aufgeblähnt, wenn man die zusammengedrückt hat, aber eben 2600 Blätter hatte ich dort liegen und einige Eingaben im Computer. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was mache ich mit diesen ganzen Zetteln? Ich habe ja eine Praxis, eine Familie, Hobbys, nicht leben gelegentlich auch mal und arbeite nicht in Lüneburg auf impfkritischen Konferenzen. Ja, ich habe gesagt, irgendwie, mir reicht es eigentlich, ich will gar nicht mehr wissen. Ja? Und habe den Hahn zugedreht nach einem Jahr. Mir war es zu viel. Und habe dann eben später diese Daten alle händisch eingegeben. Ich wollte eigentlich erst einen Studenten beauftragen, das zu tun. Aber es war mir einfach zu diffizil, weil es waren Sätze, manche Seiten vollgeschrieben mit den Erlebnisberichten der Eltern. Unser großes Kind, ich sage Ihnen, das war eine Tortur. Deswegen haben wir unser jetziges Kind nicht mehr geimpft und es ist kerngesund. Und diese Sätze, die unter Sonstiges standen, wirklich Seiten füllen, da könnte man alleine ein Buch drüber schreiben. Das hat der Andreas
Bachmeier, der von der Impfschadensinfo.ch, dieser Schweizer, Bachmeier heißt er, ne? Andreas Bachmeier hat ja meine Studie im großen Stil weitergeführt per Internet. Nicht? Der hat, ist mehr Informatiker als ich. Der hat eben ein Forum geschaffen und der hat diese Studie innerhalb kürzester Zeit auf 15.000 hochgeblasen. 15.000 ungeimpfte Menschen haben dort geschrieben, wie gesund ihre Kinder sind, anhand dieses Fragebogens. Und hat es verglichen mit 15.000 geimpften Kindern. Gleicher Fragebogen. Ja? Und hat Ergebnisse rausbekommen, die ganz ähnlich deren sind, die ich rausbekommen habe. Also ich habe in 12 Monaten 2242 Datensätze komplett ungeimpfter Kinder im Alter von 0 bis 99 aufgehoben. Der älteste Mann, der war 76 und komplett ungeimpft. Er hat ganz stolz mir einen langen, meterlangen Brief geschrieben, wie gesund er durchs Leben gegangen ist. 2242 verwertbare Datensätze. Das heißt, ich habe nur deutsche Datensätze genommen, weil ich danach mit deutschen Zahlen vergleichen wollte. Ja? Die lieben Schweizer und Österreicher, die sich sehr rege beteiligt haben, habe ich rausgeschmissen. Auch den Uganda-Bogen. Ja? Und ich habe auch die rausgeschmissen, die geschrieben haben, unser Kind hat nur eine einzige Impfung bekommen mit dem dritten Lebensmonat, die Diphtherie- und Tetanus-Impfung. Und dann hat es so stark darauf reagiert, dann haben wir nie wieder geimpft. Auch die habe ich rausgenommen, weil wir haben gesehen, dass einmal Impfung schon eine lebenslange Allergie setzen kann. Einen lebenslangen Schaden setzen kann. Also ist die Zahl jetzt von 2800 oder wie viel ich insgesamt hatte, runter jetzt auf 2242. Und ich habe auch die rausgeschmissen, die Doppelmeldungen waren. Ich hatte Initialien und Geburtsdatum und wenn irgendwas gleich war, raus. Ja? Das hat der Computer schön gesperrt. Und wenn die Initialien nicht da waren, zum Beispiel das Geburtsdatum war nicht eingegeben, auch rausgenommen. Nur verwertbare Bögen genommen. Das ist die Altersverteilung von 0 bis 3, das waren natürlich die häufigsten. Ja? Die Mama ist im ersten Lebensjahr noch besonders ängstlich, war häufig. Wenn mein Kind ein Jahr ist oder zwei Jahre ist, dann lasse ich es wenigstens gegen Tetanus impfen. Ja? Aber vorher nicht, weil ich habe da so ein Buch gelesen, da steht es drin, lass dein Kind wenigstens das erste Jahr nicht impfen. Aber viele Mütter haben mir im Nachhinein wieder geschrieben, ich wollte eigentlich mein Kind nach dem ersten Lebensjahr impfen, aber jetzt, wo ihre Studie draußen ist, bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ja? Das heißt, die haben gesehen, wie gesund das Kind sich im ersten Lebensjahr entwickelt, ohne Impfung und haben ihre Angst verloren. Das sind die Gründe. 2176, also 97% der Leute waren sehr zufrieden, nicht geimpft zu haben. Und eben diese ängstlichen Mamis dort, nicht, um Gottes Willen, ich impfe mein Kind nicht und rennen immer bittern zu jedem Splitter, der auf der Straße liegt und schmeißen sich davor, damit das Kind bloß keinen Splitter in den Finger kriegt. Was könnte ja Tetanus infiziert sein? Also diese neurotischen Mütter muss man nicht belachen. Nicht jede Mama hat Angst um ihr Kind, aber das ist halt einfach schon ein wichtiger Faktor. Und diese werden sicherlich auch irgendwann ihr Kind dann doch impfen. Weil die Schulmedizin die größte Angst macht überhaupt. Da bin ich mit meinem Vortrag ganz hinten, Angst zu machen. Also mit Mehrfachbenennung waren die Gründe des Nichtimpfens 52% aufgrund von Impfreaktionen von Geschwistern, Freunden und Bekannten. Also mehr als die Hälfte der Leute lassen ihre Kinder deshalb nicht impfen, weil sie gehört haben, nicht in der Nachbarschaft oder weil das ältere Geschwisterchen schwer erkrankt ist. Bei 1650 Leuten war die Überzeugung der Wirkungslosigkeit Grund des Nichtimpfens und bei 1948 die Angst vor den Nebenwirkungen. Sie von der Schulmedizin runtergespielt werden. Ja? Impfungen ist der Segen der Medizin, sie haben die Seuchen ausgerottet und Nebenwirkungen sind in den seltensten Fällen zu beobachten. 74 Mal aufgrund gravierender Vorerkrankungen, wenn das Kind mit einem Gehirnschaden zur Welt kommt, aufgrund von Sauerstoffmangel oder Geburtstrauma oder sonst irgendwas, und es hat jetzt schon vielleicht eine Epilepsie oder nicht, ist geistig behindert, da sind die Mütter kritisch jeder Verschreibung gegenüber, auch den Impfungen. Und die Quintessenz meiner Studie ist die, 6-mal häufiger Asthma haben die Geimpften. Ich habe allerdings hier einen kleinen
statistischen Lernprozess oder Studienlernprozess auch durchziehen müssen, weil ich habe zusammengefasst Asthma und chronischer Husten. Würde ich heute so nicht mehr machen. Ich würde Asthma und chronischer Husten separieren. Weil wenn das Kind jetzt einen chronischen Husten macht und die Mama macht ihr Acker dort in dieses Feld, weiß ich nicht, hat es jetzt Asthma oder hat es jetzt chronischen Husten? Ja? Und den gleichen Fehler habe ich gemacht bei Neurodermitis, weil ich habe inklusive chronische Hauterkrankung geschrieben. Wenn das Kind 3 Monate einen Hautpilz hatte, ein Windeldermatitis, ein Windelsohr, ja, dann zählt das hier in Neurodermitis mit rein. Weil die hat ihr Hacker dort gemacht, weil es ein Windeldermatitis hatte oder eine periorale Dermatitis hatte, läuft bei mir aber unter Neurodermitis drin. Kann ich nicht mehr nachvollziehen im Nachhinein. Also diese Stilfehler würde ich heute so nicht mehr machen. Und das gleiche bei den Allergien. Ja? Ich habe hier leider auch Lebensmittelunverträglichkeiten mit reingepackt. Hätte ich das getrennt, wären die Zahlen sicherlich noch geringer. 9-mal häufige Allergien bei Geimpften und 5-mal häufiger Mittelohrentzündungen, 50-mal häufiger Autismus. Ich habe nur einen einzigen Fall von Autismus, das ist ein Junge, der älter ist als 15 Jahren in dieser Studie. Und der hatte eben ein schweres Gehirntrauma in der Kindheit, bei der Geburt. Ein einziger Fall hier. 12,5-mal häufiger ADHS. Und 3,3-mal häufiger Epilepsie, wobei wir jetzt wieder in einen Bereich kommen, bei 2240 Fällen. Epilepsie ist eine seltene Erkrankung. Und wenn wir Epilepsie zu beobachten haben, dann müssen wir Großstudien machen. Das gleiche gilt für Diabetes, auch viel zu geringe Fallzahlen. Jetzt schauen wir uns das Impfmantra nochmal an. Impfungen gehören wohl eher nicht zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, wie wir gesehen haben, sondern sie produzieren chronische Krankheiten. Asthma, Neurodermitis, Rheuma, Epilepsie, nicht Allergien und so weiter und so fort. Sie schützen nicht, sondern sie schaden. Der Rückgang von Seuchen wie Pocken oder Kinderlähmung sind kein Beweis für die Wirksamkeit der Impfstoffe. Allein, wenn wir hinterfragen, die Cholera und die Pest sind auch ohne Impfungen vergangen. Ja? Wie kann es sein, dass die Pest weggeht ohne Impfung? Warum verbietet die Weltgesundheitsorganisation in Haiti, wo der Vulkanausbruch war, der Tsunami-Katastrophe und Cholera immer noch ein Thema ist, bis zu 6000 Fälle pro Jahr, warum verbietet die WHO die Cholera-Impfung dort? Wir könnten doch mit erhobenem Schwert dorthin laufen mit unserem, was kostet der Cholera-Impfstoff? 2,60 glaube ich, nicht mittlerweile, ist ein Schluck Impfstoff. Könnten wir dort rüber rennen und sagen, wir retten euch. Hier, Zuckerle. Warum macht man das nicht? Bitte? Weil es da schlechte Studien gibt. Ja, es wird ein schlechtes Ergebnis rauskommen. Die Cholera ist eine Lebendimpfung und Lebendimpfungen haben ja den Nachteil, so sie denn wirklich funktionieren, dass man dann eben auch vermutlich zum Dauerausscheider wird. Ja? Bei der Polio-Impfung war das ja viele Jahre so, man hat Schluckimpfung bekommen, einen Lebendimpfstoff und war angeblich 8 Wochen lang Dauerausscheider für Polioviren. Was ich allerdings ein bisschen bezweifle, weil ich bin kein Virenfreund. Ja? Also wie konnten Epidemien verschwinden ohne Impfprogramm? Und wie konnten wir so lange mit Tetanus überleben, wo es die Impfung ja eigentlich erst seit den späten 50er Jahren gibt? Ja? Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Moderne Impfungen, auch moderne, wie wir gesehen haben, die Hexavac 2005, ja, die sind gefährlich und werden immer wieder vom Markt gezogen. Kürzlich erst wieder ein Impfstoff vom Markt genommen worden wegen Peroxidrückstände. Und denkt an diesen Grippeimpfstoff, den wir letztes Jahr in der Schweiz hatten, der trübe war wie Milch. Den hat man vom Markt genommen, später wieder draufgeschmissen, weil der angeblich nicht schädlich sei. Es sind alles Versuche an den Menschen. Unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen werden in den meisten Fällen verkannt, verharmlost, heruntergespielt und vertuscht. Damit bin ich fertig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.